Hallo Leute, let's get ready to rumble hier beim Trunken Hardcore Let's Play. Ich bin der Dan, hab schon ganz gut was im Tee und versuche jetzt auf Meister mit Stufe 43 den Boss des zweiten Aktes zu besiegen, den Belial. Viel Spaß. Den Göttern sei Dank. Das hier ist der kleine Kaiser Hakan oder so was, aber Belial steckt in ihm drin. Finden wir nicht so gut. So, einer der coolsten Bosse geht erstmal schön hier gegen seine Kompanieros. Die Schlangenwesen, wie heißen die denn hier? Vermummte Verschwörer heißen die. So, die wollen erstmal von mir gezüchtigt werden. Was, kann ich ihn jetzt schon angreifen? Nein, er ist noch nicht zum Abschluss freigegeben. Das wird sich aber gleich nochmal ich hab gerade den Erfolg errungen, müssen es ausgerechnet Schlangen sein. Das ist ein Indie-Zitat, ein kleiner Gag vom Produzententeam. So, jetzt geht's hier gegen Belial. Und ihr fragt euch sicher, warum findet der Dan, dass das der coolste Gegner von allen ist? Das werden wir gleich sehen. Falls ich euch hier noch was Neues zeige, wenn ich das Let's Play spiele. Kann ja sein, dass es jemand guckt, der das Spiel noch nie gespielt hat oder so. Allerdings glaube ich das nicht. Weil ich ja die ganze Story irgendwo weiter weggedrückt habe. Und wenn ich das Spiel nicht kenne und möchte gerne das Spiel sehen, dann möchte ich vielleicht auch die Story mitkriegen und was sonst was passiert. Keine Ahnung, also das wäre auch mal eine Information, die ich ganz interessant fände. Wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, Story lassen wir weg. Weil ich davon ausgehe, dass man das schon 10.000 Mal gesehen hat. Und ich will ja nur was machen, was man mit wieder gesehen hat. Deswegen mache ich das hier Hardcore. Die Schmerze, diese lächerlichen Illusionen von mir. So, und jetzt kommt das auch ein Teil, der halt sehr, sehr cool ist. Der Hölle. Ja. Das ist so cool, ey. Und jetzt zeigt er ist ja der Herr der Lügen, alles Fassade, und das ist seine richtige Gestalt. Und deswegen ist saugut gemacht, sauguter Bosskampf. Also der Designer, der diesen Bosskampf hier gestaltet hat, den muss ich einen Dan-Lob aussprechen. Ich muss mich aber jetzt ein wenig konzentrieren, weil ich ja, wie gesagt, auf Hardcore spiele. Deswegen wird jetzt bis zum Ende des Bosskampfs die Moderation etwas verstummen. Und man muss hart aufpassen hier mit diesen ganzen Bombeneinschlägen. Oh. Diese große Attacke da 3000 macht er in der kleinen Attacke. In der Sprühattacke macht er auch nochmal 2000. Ich will nicht wissen, was der mit der großen macht. So ein Bombardement. Und Hälfte haben wir. Jawohl. Kommt der für die große. Boah! Schnell weg! Hab ich schnell nochmal mein Pferd gezündet? Boah! Jetzt aufgekommen! Ja, nochmal weiter hier die Hämmer schmeißen. Da musste ich quasi. Jetzt muss ich mal nachdenken.
Geduld. Wow, gleich haben wir. Jetzt haben wir ihn. Yes! Ah, was ein Glück. Ah! Das ist alles nicht so einfach hier. Das war ein Bossfight à la Colue. Und es gibt noch ein legendäres Item obendrauf. Wunderbar. Besser geht's nicht. Und Biljas Seele wird hier schlecht eingefangen. Schnell, Lea. Schließ Biljals Seele in den Stein ein. Das machen wir. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Lea hat hier Macht. Der Belial ist jetzt in den Brocken verankert. Und damit ist der zweite Akt fast in voller Gänze. Geschafft. Der zweite Akt ist erledigt. Wir haben es geschafft, in dem VS Henry auf Hardcore und besoffen den zweiten Akt zu meistern. Mein Gott, was ist hier los? Keine Zeit, wir sind on fire, meine Damen und Herren. Der Karawanenmeister. Nein, mit dem Karawanenmeister möchte ich jetzt noch nicht reden, denn ich möchte jetzt erstmal mein Inventar leeren und schöne Items herausfiltern. Ja, der bringt auf jeden Fall mehr. Damit ist der Geschichte. Was macht der Gürtel hier? Nur Stärke. Den möchte ich nicht. Die Hose hier, die bringt Stärke, Vitalität, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das gerne wünschen würde. So, die Ringe. Die werde ich mir... Ach, ich habe nur Scheißringe. Da muss ich gleich mal unbedingt was machen. Stärke, Vitalität, Feuerwiderstand. Naja, gut. Ein bisschen mehr muss dann doch noch da sein, damit ich den übernehme. Hier, der bringt mir auch nicht so viel. Alles weg. So, 230. Oh, der bringt nur mal plus 280 Schaden. Und hat noch einen Sockel. Altor Belli. Der hat zwar weniger Grundschaden, aber das 280 Stärke könnte natürlich jetzt einiges rausreißen. Wir haben jetzt 5-2. Ich lege das an. Das war 5. Ne, der ist trotzdem besser. Der Grundschaden hat es jetzt. Der Grundschaden hat es jetzt gerissen. Das hier hebe ich mir nochmal auf. Da gucke ich gleich mal, was der. Was da unser guter Freund der Templer zu sagt. Ich weiß gar nicht, ob er der Äxte überhaupt nimmt. Okay, nur Mönch, keine Ahnung. So, jetzt holen wir erstmal hier die Items runter von dem. Man kann es auch irgendwie viel besser vergleichen, ich krieg das nicht hin. Ich bin da ein bisschen dumm. Aber den Ring brauchen wir nicht. Ja, nee. Und den Ring, der bringt 99 Vitalität, das sind die hier noch besser, obwohl die scheiße sind. Also da muss ich echt mal gucken, dass ich da was Gescheites hinkriege. Das heißt, ihr zwei macht jetzt mal schön den Abfluch. So, jetzt gucken wir mal. Templer, hier. Templer, was hast du? So, 101, 147, das bringt nur Stärke und hat einen Sockel drauf allerdings. Eine exzellente Wahl. So, was hat denn der jetzt? Der macht jetzt 1,8 und mit der 1,2 Silber. Ja gut, Sache erledigt, brauchen wir nicht lang reden. Items hier sind echt teilweise besser als meine. Ne? Ein Amulett hätte ich dem auch mal geben können. Ja. So, kloppen wir weg. Und jetzt bin ich gespannt. Schon wieder ein legendäres Item. Ich habe echt jede Folge ein legendäres Item. Was ist denn da los? So, 155 Stärke, wunderbar. Vitalität, wunderbar. Regeneriert nochmal Leben pro Sekunde, wunderbar. 11% Bewegungsgeschwindigkeit kann man lassen. Erhöht den Radius von Gold, wunderbar. Und eure Bewegungsgeschwindigkeit wird bis zum 28% erhöht, wenn basierend auf eurem verlorenen Leben. Ja, alter Schwede. Ne? Da kann man nichts sagen. Den ganzen Kram mal weggepackt. Achso, jetzt muss ich mal hier schauen. Kann man hier noch was machen? Hm, ja, hier nochmal ein glänzendes Smaragd. Nochmal aufgraden. So, das passt soweit. Und jetzt hier, das muss doch hier, ist das der bekloppte Edelsteine? Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe doch diesen verrückten Typ getroffen. Die verzaubert. Heiler. Keimchronik. Juwelenschmied. Weil der hat doch gesagt, hier, ich mach mit dir hier Items und so, du wirst dich freuen. Jetzt kann ich hier so ein Geschicklichkeitsamulett machen. Muss ich
ich schon was lerne? Nee, hier habe ich auch alles gelernt. Ach so, ein Rezept, ja. Okay. Das ist ja der abgierige Spinne. Na gut, da muss ich wahrscheinlich erst Rezepte finden. Und die finden wir wahrscheinlich auf einem höheren Level. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall bereit, in den nächsten Part zu reisen. Aber das machen wir dann zusammen im nächsten Teil hier bei den Vorspielern. Ich mach das ein bisschen kürzer, weil ich möchte den dritten Part, also quasi mit dem in der Reise den dritten Part beginnen. Und das sehen wir im nächsten Teil hier mit dem VS Henry. Mach's gut. Tschüss.